Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir setzen unsere Reihe der Portfolio-Manager-Webinare heute weiter fort. Mein Name ist Florian Koch. Ich bin Senior Investment Analyst bei Scope. Bevor wir beginnen, einen kurzen Hinweis. Falls Sie Fragen haben, können Sie diese gerne über das Chatfenster stellen. Wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit und ethische Grundsätze bei der Fondsanlage. Die Zuflüsse in nachhaltige Fonds haben auch 2020 einen neuen Rekordwert erreicht. Die Pandemie hat das Bewusstsein für Nachhaltigkeit weiter in den Fokus gerückt. Allerdings berücksichtigen nur wenige Fonds einen zusätzlichen ethischen Filter bei ihrer Aktienauswahl. Wir sprechen daher heute mit dem Fondsmanager des Terra Sisi Aktien, Sebastian Riefe und Harald Brockmann, Mitarbeiter der Missionszentrale der Franziskaner, über das Thema Nachhaltigkeit und welchen Mehrwert franziskanische Werte Investoren bei der Fondsanlage bieten können. Zunächst einmal guten Tag nach Köln. Schönen guten Tag, Herr Koch. Hallo. Hallo, grüß Sie. Zu Beginn stellen Sie sich vielleicht kurz als Person kurz vor und auch Ihr Unternehmen, bitte. Möchtest du anfangen? Dann starte ich. Ja, schönen guten Tag. Viele Grüße aus meiner Heimatstadt Köln. Mein Name ist Harald Brockmann. Ich begleite das Terra Sisi-Projekt seit Auflage im Jahr 2009 von Seiten der Missionszentrale der Franziskaner mit, so fachlich wie auch vertrieblich. Die Missionszentrale der Franziskaner ist der Initiator der Terra Sisi-Fondsfamilie. Die Missionszentrale ist das internationale Hilfswerk der mitteleuropäischen Franziskanerprovinzen. Wir fördern von Bonn-Bad Godesberg aus rund 800 Hilfsprojekte pro anno weltweit mit einem Spendenaufkommen von rund 15 Millionen Euro. Im letzten Jahr schwerpunktmäßig natürlich Covid, aber ansonsten vielfältige Hilfsprojekte weltweit. Ja, mein Name ist Sebastian Riefe. Ich bin Portfolio Manager bei der Ampega Asset Management GmbH. Die Ampega gehört zum Talanx-Konzern. Der Talanx-Konzern ist die drittgrößte Versicherungsgruppe in Deutschland. Wir managen bei der Ampega die Kapitalanlagen für unsere Konzernkunden, für Drittkunden und auch in Publikumsfonds wie den Terra Sisi Aktien. Ich arbeite in einem Team für liquide Anlagelösungen. Wir sind insgesamt unter der Leitung von meinem Abteilungsleiter Martin Jaron 10 Mitarbeiter. Neben Herrn Jaron sind wir 5 Portfolio-Manager für den Bereich Fixed Income, 3 Portfolio-Manager aus dem Aktienbereich und ein Experte für das Thema Nachhaltigkeit. Im Aktienbereich managen wir insgesamt Kapitalanlagen von über 2 Milliarden Euro. Den Terra Sisi Aktien manage ich seit Start des Fondskonzepts im Mai 2009. Insgesamt bin ich jetzt seit 14 Jahren bei der Ampega. Ja, vielen Dank. Da haben wir schon Eindruck bekommen, wer Sie sind, was Sie machen. Wir sehen auf der nächsten Slide die Fonds-Details. Und zwar, wie wir gerade gehört haben, wurde der Fonds schon 2009 aufgelegt. Der Fondsinitiator ist die Missionszentrale der Franziskaner. Der Fondsmanager ist die Ampega. Das aktuelle Fondsvolumen beträgt ca. 350 Millionen Euro und der Fonds wurde jüngst mit einem B-Rating von Scope ausgezeichnet. Zu Beginn würde mich interessieren, wie kam es denn überhaupt zu der Idee, den Fonds aufzulegen? Also, wie hat quasi alles angefangen? Ja, das mag manche verwundern, aber Ökonomie, verantwortungsvoller Umgang mit Geld ist für die Franziskaner ja kein fremdes Thema. Insbesondere in der Nachfolgegeneration von Franziskus hat man sich zu ökonomischen Themen immer Gedanken gemacht. Hier nur zwei Beispiele genannt: die Entwicklung der ersten Pfandleihhäuser, die Vorläufer des kommunalen Sparkassenwesens. Oder auch die erste Niederschrift der doppelten Buchführung durch einen franziskanischen Mathematiker. Also in den Jahrhunderten hat das Thema Ökonomie die franziskanischen Gelehrten immer begleitet. Aber jetzt zur Neuzeit. Ende der 1990er Jahre wurde die thüringische Franziskanerprovinz aufgefordert, ihre Altersversorgungsrückstellungen offenzulegen. Im Zuge dieser Offenlegung haben die Franziskaner gesehen, und auch sich darüber Gedanken gemacht, ob die Gelder, die bei unterschiedlichen Banken angelegt waren, unter Umständen konträr zur Ideologie der Franziskaner angelegt waren. Das war zu dieser Zeit natürlich der Fall. Franziskaner haben sich dann Gedanken darüber gemacht, wie kann man das ändern? Wie können wir unsere Gelder verantwortungsbewusst anlegen? Es gab zu dieser Zeit recht wenige Studien oder auch die Datenlage war noch sehr dünn. Wir haben dann die ersten Studien in Auftrag gegeben. Der bekannteste ist eigentlich der Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden, der Ende der 90er Jahre auch veröffentlicht wurde.
und Anfang der 2000er Jahre einmal renoviert wurde. Dieser Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden hat das erste Mal Länder und auch Unternehmen nach ihrer Kultur-, Umwelt- und Sozialverträglichkeit untersucht und hierfür auch Kriterien vorgegeben. Dies wurde den Franziskanern dann auch zur Verfügung gestellt, aber das alleine reicht natürlich nicht. Es gab dann in München ein kleines Unternehmen in der Startphase, die Ökom, heute ISS, ISG. Die Ökom hat im Prinzip den ersten Werkvertrag der Franziskaner bekommen und hat nach diesem Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden die Titel aussuchen können, die aufgrund der damaligen Datenlage möglich waren. Also der Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden ist im Prinzip die Basis dieses damaligen Investments oder der Investmententscheidung und heute immer noch die Fibel für unsere TRCC-Fondsfamilie. Wir haben dann im Jahre 2009 gesagt, wie können wir den klassischen Anleger dazu bewegen, dass er sich darüber Gedanken macht, was passiert mit meinem Geld? Kann ich eine Geldanlage auch anders strukturieren? Ethisch nachhaltige Geldanlage war zu dieser Zeit noch kein Mainstream. Es gab eigentlich weniger Fonds, auch weniger Researchhäuser, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Wir haben dann im Jahr 2009 den TRCC Aktien- und Rentenfonds aufgelegt mit dem altbewährten Partner Ökom, suchten dann ein bankenunabhängiges Institut als Kapitalanlagegesellschaft. Hier hat von Anfang an die Ampega für uns den besten Eindruck gemacht, die besten Konditionen uns angeboten und hat auch im Bereich der Verwaltungsvergütung direkt zugestimmt, dass wir gesagt haben, einen Anteil als Initiator Figi dann die Franziskaner zur Unterstützung des Hilfswerkes. Das war in Kürze die Idee, die eben jetzt schon eigentlich weit über 20 Jahre alt ist. Mhm. Ah, da haben wir schon mal einen sehr guten Eindruck bekommen. Bevor wir jetzt in den Investmentprozess starten, was sagen Sie denn einem Investor, wenn Sie gefragt werden, worum er in Ihren Fonds investieren soll? Also warum zahlt es sich Ihrer Meinung nach aus, ethische Grundsätze mit einer Fondsstrategie zu verbinden? Ja, es gibt ja verschiedene Komponenten. Einmal die Performance-Komponente, da wird der Sebastian mit Sicherheit zur Stellung nehmen. Aber zwei Punkte, die für mich eigentlich wichtig sind, dass ja jeder Anleger, jeder Investor, Investorin ja auch seine eigene Ethik in der Anlageentscheidung mit einfließen kann. Das kann unser Fonds sein, das kann aber auch ein Themenfonds sein, wo die Ethik des Anlegers sich wiederfindet. Hinzu kommt natürlich, dass ich durch diese Entscheidungen Reputationsrisiken vermeiden kann. Mir fällt da immer die niederländische Krebsstiftung ein, wo man bei Portfolioüberprüfung festgestellt hat, dass doch Titel aus dem Tabakbereich investiert waren. Diese Krebsstiftung gibt es heute nicht mehr. Also diese Reputationsrisiken kann man mit Sicherheit durch solche Entscheidungen eindämmen und zum großen Teil auch vermeiden. Mhm. Dann würde ich wirklich vorschlagen, dann gehen wir auch wirklich schon mal in den Investmentprozess rein. Wir sehen auf der nächsten Slide, wie Sie quasi zu Ihrem Aktienuniversum kommen. Vielleicht, Herr Rief, werden Sie uns an der Stelle schon mal so grob erklären, wie Sie denn den Filter ansetzen und wie Sie letztendlich dann zur Portfoliokonstruktion übergehen. Ja. Wir reden beim TRCC Aktien von einem global anlegenden Aktienfonds. Deswegen sehen wir hier ein gesamtes Wertpapieruniversum von aktuell circa 6.400 Unternehmen, was die Analysten von ISS ESG untersuchen. Wir haben einen dreistufigen Investmentprozess. Die erste Stufe sind die sogenannten Positivkriterien. Die zweite Stufe sind die Ausschlusskriterien. Und in der dritten Stufe kommt unsere fundamentale Selektion zum Einsatz. Das heißt, in den ersten beiden Stufen geht es rein um das Thema Nachhaltigkeit. Und im dritten kommt dann die ökonomische Analyse dazu. Sie sehen hier, aus 6.400 Unternehmen bleiben nach der ersten Stufe, nach den Positivkriterien, noch 800 Unternehmen über, die investierbar sind. Also das ist wirklich ein sehr strenger Ansatz. Das ist eigentlich so das Herzstück unseres Prozesses, diese Positivkriterien. Darunter steht absoluter Best-in-Class-Ansatz. Das ist immer nochmal das, was ich gerne erkläre oder erklären muss, weil es gibt zwei unterschiedliche Best-in-Class-Ansätze, den absoluten oder den relativen. Und bei absoluten Best-in-Class-Ansatz ist es so, dass es für jede Branche eine Mindestanforderung gibt, die ein Unternehmen erfüllen muss, damit es überhaupt investierbar ist. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, es kann Branchen geben, wo Unternehmen nur ein schlechtes Nachhaltigkeitsrating haben und keine Unternehmen aus dieser Branche für uns investierbar sind. Es ist uns aber auch wichtig, dass wir sagen, dass jedes Unternehmen eine Mindestanforderung haben muss, damit es überhaupt investierbar ist. Die Ratingstruktur bei ISS ESG sieht so aus, es ist eine 12-stufige Struktur von A+, was das beste Rating ist,
ist D minus, was das schlechteste Rating ist. Die meisten Unternehmen bewegen sich in dem Bereich B, C und D Rating. A Rating sind nur eine Handvoll Unternehmen, die das bisher erfüllen. Also auch da sehen wir, es ist noch genügend Potenzial bei den Unternehmen da, sich zu verbessern. Für die Branchen gilt dann unterschiedliche Anforderungen, also Branchen, die einen sehr hohen Einfluss auf die Bereiche IS und G haben, für die gelten auch höhere Ratinganforderungen. Also Energieunternehmen oder Rohstoffunternehmen, die müssen zum Beispiel ein B-Rating erfüllen, damit sie überhaupt investierbar sind, während für den Softwarehersteller schon ein C-Rating ausreicht. Und innerhalb dieser Branchen ist es dann auch nochmal so, dass die Bereiche, die Kriterien Environmental und Social and Governance nicht gleichgewichtet sind unbedingt, sondern je nachdem, wo der Einfluss höher ist, sind auch unterschiedliche Gewichte. Also beispielsweise werden Unternehmen aus den erneuerbaren Energien teilweise mit 80% oder 70% mit Umweltkriterien bewertet und nur mit 20% oder 30% mit sozialen Governance-Kriterien. Das ist so eigentlich so der grobe Überblick zu dem ersten Schritt, zu den Positivkriterien. Jedes Unternehmen wird anhand von 100 bis 130 verschiedenen Kriterien bewertet. Teilweise sind die auch branchen- und sektorspezifisch. Und jedes Unternehmen, was dann diese Mindestanforderungen erfüllt, erhält den sogenannten Ökom-Prime-Status und ist für uns investierbar. In einem zweiten Schritt. Da würde ich gerne nochmal auf dieser Ebene bleiben. Also wir haben jetzt schon alle mitbekommen, Nachhaltigkeit ist das große Thema von dem Fonds. Allerdings, was Nachhaltigkeit ist, liegt eigentlich, oder wie wir uns fast alle einig sind, wahrscheinlich im Auge des Betrachters, und ist ja auch letztendlich kein geschützter Begriff. Da bestimmen alle drüber überein, wenn wir sagen, dass wir Unternehmen investieren wollen oder Technologien nutzen wollen, die sozusagen sauber sind. Allerdings, Firmengeflechte sind teilweise sehr verworren und Beteiligungen an einzelnen Firmen oder Projekten nicht immer klar erkennbar. Und was sagen Sie zu der Kritik? Das sehe ich jetzt nicht direkt als Kritik, sondern Sie haben es ja schon richtig gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit ist sicherlich was, es gibt keine einheitliche Definition. Der Gesetzgeber, der Regulator ist ja gerade da dran mit verschiedenen Richtlinien, versuchen eine einheitliche Definition zu finden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es nicht ganz einfach möglich ist, eine einheitliche Definition zu finden. Das hat der Harald Brockmann eben auch schon gesagt. Jeder Anleger hat seine eigenen ethischen Kriterien. Jeder Anleger definiert Nachhaltigkeit für sich anders. Wir glauben, dass wir mit unserem Produkt hier einen sehr strengen Nachhaltigkeitsansatz haben. Wir wissen aber auch, dass es nur eine Produktlösung ist, die wir hier anbieten. Und dass es auch nicht die perfekte Produktlösung ist. Also, dass jeder Anleger vielleicht auch sagt, ich hätte mir in den und den Bereichen noch härtere Kriterien gewünscht oder warum ist das nicht investierbar bei Ihnen? Also, von daher sagen wir immer, okay, das ist unser Angebot mit diesem Best-in-Class-Ansatz und mit diesen Ausschlusskriterien, wo nachher sehen wir gleich nochmal die ethischen Kriterien der Franziskaner auch ganz stark zum Einsatz kommen. Also ich glaube, da muss man mal unterscheiden. Das andere, was Sie gesagt haben, ist natürlich dieses Thema Beteiligung. Die Beteiligung gehen natürlich auch in den Bewertungsansatz mit ein. Also Firmenverflechtung ist ein großes Thema. Das wird in dem Ratingprozess von ISS ESG insofern berücksichtigt, dass Beteiligungen von über 50% fließen dann auch in die Bewertung hier mit ein. Um mal ein Beispiel zu nennen, hatten wir in der Vergangenheit die Siemens. Die Siemens war beteiligt mit über 50% an der Windenergietochter der Siemens Gamesa. Und da gab es Vorfälle, Menschenrechtsverletzungen, die zum Ausschluss der Siemens Gamesa geführt haben und gleichzeitig dann eben auch aufgrund der hohen Beteiligung von der Siemens. Durch den Spin-off der Siemens Energy gibt es da eine Umklassifizierung. Die Siemens hat ihren Energieteil abgegeben an die Siemens Energy. Die Siemens Energy ist jetzt der Großaktionär der Siemens Gamesa. Das heißt, die Ausschlüsse in der Firmenverflechtung gelten jetzt für die Siemens Gamesa und die Siemens Energy, während die Siemens mittlerweile eine Beteiligung von unter 50% an der Siemens Energy hat und dementsprechend das Best-in-Class-Kriterium erfüllt und wieder investierbar ist. Also da sieht man auch, wie kompliziert diese ganzen Verflechtungen sein können an diesem Beispiel. Mhm. Das ist sehr interessant. Wir haben da auch tatsächlich eine Teilnehmerfrage dazu. Bevor uns die franziskanischen Grundsätze nochmal genauer anschauen, lassen Sie uns erst nochmal beim ESG-Thema bleiben. Es kam die Frage bei Ihrem externen Anbieter bezüglich ESG, werden da die Gewichtungen bei den Positivkriterien auf die Branchen noch drüber gezogen oder können Sie quasi selber entscheiden, welche Portionen Sie in welche Branche reingeben?
Nein, also wir entscheiden das nicht selber, sondern das wird von der Ratingagentur vorgegeben. Also die Ratingagentur gibt ganz klar vor in dem Best-in-Class-Ansatz, welche Branche, welches Kriterium für welche Branche gilt, also welche Mindestanforderung gilt und auch welche Anforderungen oder welche Gewichte im Bereich Nachhaltigkeit, also Umwelt, Soziales und Governance vorgeben. Und da richten wir uns nach diesem Prime-Status-Ansatz von ISS ESG. Sie können theoretisch als Kunde aber auch sagen, Sie möchten nicht ganz so streng rangehen und setzen niedrigere Anforderungen als diesen Prime-Status. Also das ist theoretisch möglich, das wollen wir aber natürlich nicht, sondern wir sagen ganz klar, wir wollen diesen strengen Prime-Status auch erfüllen von ISS ESG. Mhm. Wir werden uns ja da gleich nochmal ein Praxisbeispiel zu anschauen. Vielleicht nochmal eine letzte Frage zu der Slide. Sie haben es auch gerade schon angesprochen, dass gerade bei diesem Positivkriterium sehr viele Aktien rausfallen. Also wir sehen, die meisten eigentlich fallen bei dem ESG-Thema raus. Wir kommen von 6.400 Titel auf ca. 800 Titel. Und wenn man das jetzt mal so überschlägt, am Ende sind ungefähr so 10% vom Universum, was Sie noch für die Portfolio-Konstruktion letztendlich verwenden können. Lässt sich da wirklich zu jedem Zeitpunkt ein attraktives Portfolio für den Fonds aufbauen? Oder gibt es auch Phasen, wo die sagen, naja, ich muss jetzt halt eine Aktie kaufen, weil ich halt nicht so viel Cash sparen kann? Nein. Also Sie sehen ja, dass 650 Unternehmen bleiben ja über. Und das ist ja schon ein sehr großes investierbares Universum. Es ist natürlich so, bei dieser Selektion, beim Nachhaltigkeitsfonds, es gibt gewisse Branchen, da haben wir sehr wenig oder kein Unternehmen. Aber das ist natürlich auch bewusst von uns gewählt, dass wir in gewisse Bereiche nicht investieren. Das wollen wir dann ja auch gar nicht. Das heißt, wir haben hier sicherlich, was wir später nochmal sehen werden, gewisse Sektoren, die sehr gering oder gar nicht gewichtet sind und andere Sektoren, die sehr hoch gewichtet sind. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Nachhaltigkeitsleistungen der Unternehmen sich auch verbessern. Also was wir sehen ist, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Titel, die wir investieren dürfen, größer geworden ist. Das erfüllen also immer mehr Unternehmen diesen Best-in-Class-Ansatz. Auf der anderen Seite ist es leider immer noch so, dass gerade im Thema Ausschlusskriterien, gerade was das Thema Menschenrechte und Arbeitsrechtsverletzungen angeht, sehr häufig Kontroversen passieren. Und wenn man das natürlich mit anderen Strategien vergleicht, ist es ja auch bei anderen Strategien so, wenn Sie kein passiver Investor sind, dass Sie sich aus einem gewissen Universum eine Menge rausschneiden, in die Sie investieren möchten. Also wenn Sie jetzt eine Dividendenstrategie nehmen, werden Sie auch sagen, ich investiere wahrscheinlich nur in Unternehmen, die auch eine Dividende zahlen. Also von daher, Einschränkungen haben Sie bei jeder Strategie und von daher glaube ich nicht, dass Sie hier Nachteile haben aufgrund der Größe des Universums. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal auf die nächste Slide. Da sehen wir nämlich mal so ein Datenblatt von Ihrem externen Anbieter, wie das aufgebaut ist. Wenn Sie uns vielleicht nochmal ganz kurz an dem Beispiel Coloplast zeigen können, wie quasi die ESG-Einstufung da aussieht und was für Sie da so die wichtigen Kriterien sind, woran Sie sich langhangeln. Genau, das ist mal so ein kurzer Überblick von der Startseite eines Ratings von der Coloplast. Wichtig ist oben in der Mitte der Status Prime, das heißt wirklich diesen Prime-Status, den ich erwähnt habe, das Unternehmen ist für uns aus dem Best-in-Class-Ansatz investierbar. Darunter sehen wir das Rating, ein C-Plus-Rating. Und die Prime-Schwelle bedeutet C-Plus. In der Branche, in der das Unternehmen eingestuft ist, muss das Unternehmen auch ein C-Plus-Rating erfüllen, damit es investierbar ist. Das tut es. Darunter sehen wir dann nochmal den Decile-Rank. Ist im ersten Dezil eingeordnet, das heißt, gehört zu den besten 10% in seiner Branche. Also man sieht das ganz gut ganz unten in der Mitte in der Ratingverteilung. Die meisten Unternehmen aus dieser Branche bewegen sich im Bereich C, C- und D+. Und nur eine kleine Menge ist überhaupt investierbar, zu der Coloplast gehört. Interessant finde ich immer noch mal die Rating-Historie unten rechts sich anzugucken. Die dunkelblaue Linie zeigt die Entwicklung der Coloplast in den letzten Jahren, die hellblaue Linie die Entwicklung in der Branche. Und was man sehr gut sieht, was man bei sehr vielen Unternehmen auch sieht, diese Ratings sind sehr stabil. Also so ein Nachhaltigkeitsrating verändert sich nicht von heute auf morgen, sondern ich habe gesagt, 100 bis 130 verschiedene Kriterien gehen in so ein Rating ein. Das heißt, wenn sich in einzelnen Kriterien was verändert, verbessert oder verschlechtert, hat das nicht gleich einen Einfluss auf die Gesamtstufe eines Ratings. Und auf der anderen Seite sehen wir bei der Branche über die Jahre doch eine kontinuierliche Verbesserung. Und das ist das, was ich angesprochen habe, was wir eben bei vielen Branchen, bei vielen Unternehmen sehen, dass wir Verbesserungen sehen. Und das ist ja auch das, was wir durch diesen Ansatz erreichen wollen. Wir wollen die Unternehmen dahingehend motivieren, dass sie ihre Leistung in den Bereichen IES und G verbessern. Mhm. Zum ESG-Thema haben wir jetzt wirklich schon einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen.
Unique Selling Point von der Fondsstrategie ist aber wirklich der franziskanische Grundsatz, also letztendlich die Werte der Franziskaner, die noch quasi auf die Fondsstrategie einwirken. Von daher würde ich sagen, dass wir auf die nächste Slide mal weitergehen und uns da die verschiedenen Details nochmal anschauen. Es gab tatsächlich auch schon verschiedene Fragen von den Teilnehmern. Man sollte ja eigentlich annehmen, dass das Thema Nachhaltigkeit und ethische Grundsätze eigentlich einzeln oder das mit eingeschlossen ist. Wir haben aber auch gerade gesehen auf der 2 Slides vorher, wo wir den Filter gesehen haben, dass die Kriterien der Franziskaner noch deutlich darüber hinausgeht. Also welche zusätzlichen Kriterien kommen denn zum Tragen, wenn es dann in den Investmentprozess geht? Also quasi, welche franziskanische Werte haben denn quasi dann den Trichter weiter verengt, sage ich mal? Und haben Sie dann auch vielleicht ein konkretes Beispiel für uns, wo diese franziskanischen Grundsätze über das reine ESG-Thema hinausgehen? Ja, vielleicht darf ich da zuerst Zustellung nehmen. Natürlich ist in der DNA der franziskanischen Wertevorstellung der Schutz der Umwelt, Bewahrung der Schöpfung, Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit verankert. Dieses finden Sie sowohl in den Positivkriterien, in den Ausschlüssen, die der Sebastian kurz erläutert hat, aber natürlich in der Masse, in den Ausschlusskriterien, die wir definiert haben. Hier haben wir auf der einen Seite die ethisch kontroversen Geschäftsfelder, aber was mir auch wichtig ist, wo wir ein besonderes Augenmerk drauf legen, sind natürlich auch die ethisch kontroversen Geschäftspraktiken, die manchmal etwas untergehen. Ich möchte nicht auf Kinderarbeit in der Zuliefererkette eingehen, was für uns ja selbstverständlich ist, dieser Ausschluss. Aber dieses kontroverse Umweltverhalten, kontroverse Wirtschaftspraktiken, Bilanzfälschung, Korruption, Steuervermeidung, die für manche schon ein Kavaliersdelikt sind, oder eben auch Menschenrechtsverletzungen, sind für uns ein absolutes No-Go. Und wenn diese Titel auffällig sind, wird Sebastian Riefe diese aus dem Portfolio verkaufen. Kann auch eine Situation entstehen, dass quasi ein Aktientitel für das ESG-Thema konform ist, also ein Positiv-Rating bekommt und dann von Ihnen negativ und quasi von Ihnen ein positives Rating bekommen kann und von ESG ein negatives? Gibt es eine Situation? Wie lösen Sie die Situation auf? Natürlich, also wir wollen ja nicht den Rüstungsbetrieb mit dem schönsten Kindergarten. Also wir haben ja klare Ausschlusskriterien und wenn diese Unternehmen aus den kontroversen Geschäftsfeldern fallen oder aus den kontroversen Geschäftspraktiken, kann dieser Titel nicht im Portfolio gezeichnet werden. Ist er auffällig, wird Sebastian Riefe ihn verkaufen in der vorgeschriebenen Zeit. Wir gehen auch noch ein bisschen drüber hinaus. Genau, also es kann auch durchaus sein, dass es Unternehmen gibt, die den Prime-Status erfüllen, die keine Ausschlusskriterien haben, aber wo wir jetzt sagen, bei uns im Portfolio-Management, aus gewissen Gesichtspunkten möchten wir das Unternehmen trotzdem nicht investieren. Sie müssen dazu wissen, bei den ethisch kontroversen Geschäftsfeldern gibt es Umsatzgrenzen, die Sie setzen können, damit ein Unternehmen investierbar ist. Wir haben hier, um das einfach zu halten, stringent zu halten, 2 Umsatzgrenzen gesetzt. Entweder schließen wir die Unternehmen ab dem 1. Euro vom Umsatz aus, also eine 0%-Grenze, oder ab 5% vom Umsatz. Also wir haben zum Beispiel bei dem Thema fossile Brennstoffe alle Förderer fossiler Brennstoffe ausgeschlossen oder alles, was das Thema Waffen betrifft, ist bei uns ab dem 1. Euro vom Umsatz ausgeschlossen. Auf der anderen Seite macht es häufig Sinn, so eine kleine Umsatzgrenze zu setzen, weil wir da auch wieder sind. Wir sind bei dem Thema Belohnen, also ein Versorger, der meinetwegen über 95% seiner Umsätze schon in dem Bereich erneuerbare Energie machen und noch ein paar Prozent vielleicht als Gaskraftwerk, als Reserve vorhält. Das sind denn die besten Unternehmen in dieser Branche, die wollen wir jetzt nicht bestrafen, sondern die wollen wir belohnen und dementsprechend auch investieren. Aber hierbei kann es natürlich trotzdem zu Fällen kommen, wo wir sagen, es gibt Unternehmen, eine schwedische Beteiligungsgesellschaft fällt mir da ein, die an einem Unternehmen beteiligt ist, was im Bereich der Rüstung auch unterwegs ist. Das dürften wir laut ISS-ESG-Kriterien kaufen. Da sagen wir aber ganz klar, nein, dieses Thema wollen wir bei uns nicht im Fonds haben. Auf der anderen Seite kontroverse Geschäftspraktiken vielleicht noch ganz kurz. Wie unterscheidet sich das? Ich habe gesagt, eben Umsatzgrenzen gibt es bei den kontroversen Geschäftsfeldern. Wann werden Unternehmen bei kontroversen Geschäftspraktiken ausgeschlossen? Hier gibt es unterschiedliche
schwere Schwierigkeitsgrade Einstufungen. Also es gibt moderate Verstöße, es gibt schwere und sehr schwere Verstöße und alles, was ab einem schweren Verstoß ist, wird bei uns ausgeschlossen. Mhm. Also Sie haben auch noch ein positives Beispiel und auch ein paar Beispiele mitgebracht von Unternehmen, die leider den Filter nicht erfolgreich durchlaufen konnten. Aber ich will an der Stelle noch mal ein bisschen an der Stelle hier bleiben. Wir sind ja bisher noch auf der Ebene, dass Sie quasi vor der Portfoliokonstruktion stehen. Das heißt, Sie haben den Filter. Aber was ist denn eigentlich dann mit dem laufenden Portfolio? Also inwiefern nehmen denn die Franziskaner dann Einfluss auf das Portfolio-Management, beziehungsweise wie werden denn die Kriterien dann im laufenden Portfolio überwacht? Gibt es da so eine Art Beirat der Franziskaner, die sich dann quasi quartärlich oder halbjährlich Unternehmen doch mal anschauen? Oder sind Sie dann als Portfolio-Manager letztendlich dann wirklich für sich selbst verantwortlich? Natürlich nicht. Vielleicht darf ich die erste Frage beantworten. Bei der ökonomischen Betrachtung der Titel verlassen wir uns natürlich auf unseren Partner Ampega. Bei der Betrachtung der einzelnen Kriterien sind wir im ständigen Austausch. Wir sind auch im ständigen Austausch, ob wir vom Research-Anbieter unter Umständen neue Daten geliefert bekommen, die eine Justierung erfolgen, eine Justierung möglich machen. Wir haben einen Anlage-Fondsausschuss, der sich viermal im Jahr trifft. Dort ist vertreten der Professor Johannes Freier, Franziskaner, Ökonom und Theologe, der das Ganze von der theologischen und franziskanischen Seite betrachtet, der David Reusch als kaufmännischer Direktor der Missionszentrale der Franziskaner, der Sebastian Riefe für den Aktienfonds aus Portfolio-Manager-Sicht und meine Person aus Sicht des Vertriebes, der eben mit den Kooperationspartnern auch zusammenarbeitet. Alle diese bringen ihre Ideen und ihre Diskussionsbeiträge in diesen Anlageausschuss bzw. Fondsausschuss ein. Okay. Ich würde sagen, dann tun wir an der Stelle die Theorie verlassen und gehen zur Praxis über. Sie haben jetzt nämlich ein Beispiel mitgebracht, das sehen wir auf der nächsten Slide. Bei Microsoft handelt es sich nach Ihren Statuten um ein Unternehmen, was alle Kriterien erfüllt und was momentan auch Bestandteil des laufenden Portfolios ist. Können Sie uns anhand der Aktie vielleicht mal kurz durch Ihre Kriterien durchführen und uns erklären, warum gerade die Microsoft letztendlich alle Kriterien Ihres Investmentprozesses erfüllt? Ich habe das mal hier auf der Folie in vier Bereiche aufgeteilt. Das erste, das Thema ESG, also die ESG-Stärken. Warum sagt ISS ESG, das Unternehmen erfüllt den Prime-Status? Zum anderen dann natürlich unsere fundamentalen Selektionskriterien. Warum finden wir das Unternehmen attraktiv? Dann, wie sehen wir den Ausblick des Unternehmens? Und da rechts unten habe ich noch einen Chart zur Wertentwicklung mitgebracht. Starten wir mit dem Bereich ESG auch hier wieder. Microsoft hat ein B-Rating in seiner Branche. Es wird zu 60% an Sozial- und Governance-Kriterien bewertet und zu 40% an Umweltkriterien. In beiden Bereichen hat das Unternehmen aktuell ein B-Rating. Die Mindestanforderung in der Branche ist ein C-Rating. Microsoft gehört hier wirklich zu den besten Unternehmen in dem Bereich. Ich habe mal drei exemplarische Punkte, die wichtig sind für ein Softwareunternehmen, hier aufgeführt. Zum einen ist Microsoft stark, was das Thema Energieeffizienz angeht, der Rechenzentren. Bis 2025 hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, komplett die Rechenzentren und die Gebäude mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Bis 2030 soll die komplette Fahrzeugflotte auf E-Mobilität umgestellt werden. Ein zweiter Punkt, was wichtig ist, ist das Thema IT-Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen. Aktuell sicherlich auch wieder ein gutes Beispiel. Hier schneidet Microsoft auch gut ab mit einem B-Rating in diesem Bereich Data Protection. Allerdings, viele von uns haben es mitgekriegt, sicherlich gibt es da gerade Probleme mit dem Kommunikationssystem Exchange. Und hier beispielsweise wird in diesem Punkt, in dem das Unternehmen hier bewertet wird, gab es jetzt auch eine Abwertung von ISS-ESG. In diesem Unterpunkt hat das Unternehmen jetzt nur noch ein D-Rating. Im Gesamtbereich Data Protection ist es aber weiterhin noch mit einem D-Rating. Zum anderen auch im Bereich der Ausschlusskriterien wirkt sich diese Kontroverse aus. Ich hatte es eben deswegen auch angesprochen. Es wird unterschieden zwischen moderaten, schweren und sehr schweren Verstößen. Und dieser Verstoß wird aktuell als ein moderater Ausschluss eingestuft, sodass es für uns noch investierbar ist.
Und der dritte Punkt, den ich hier aufgeführt habe, ist, dass 100% der Produkte gemäß der europäischen RORS-Richtlinie die Richtlinie erfüllen, beziehungsweise auch noch darüber gehen. Was ist diese RORS-Richtlinie? Das ist eine Richtlinie zu Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in den Geräten. Und also Microsoft erfüllt nicht nur diese Richtlinie, sondern sie geht darüber hinaus. Das heißt, sie versuchen weitere gefährliche Substanzen zu vermeiden. Auf der anderen Seite. Können Sie vielleicht ein Stück näher ins Mikro reingehen? Man hört Sie gerade etwas schlechter, dann können Sie auch wieder besser verstehen. Auf der anderen Seite, dann haben wir als zweiten Punkt, warum finden wir das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten interessant? Wir haben zwei unterschiedliche Strategien bei uns im Einsatz in Form einer Dividende- und einer Wachstumsstrategie. Die Microsoft wird aus der Wachstumsstrategie heraus selektiert. Sie sehen hier ein paar Kennzahlen, die für uns wichtig sind. Wir gucken sehr stark auf die Themen Dividendenwachstum, Gewinnstabilität. Das Dividendenwachstum der Microsoft in den letzten 5 Jahren war ungefähr 10% und auch die Schätzung für die nächsten 3 Jahre sehr positiv. Und wenn wir die operative Gewinnsteigerung uns angucken mit über 10% in den letzten 5 Jahren, dann sehen wir auch, dass es konsistent ist mit dem Dividendenwachstum. Zudem hat das Unternehmen einen sehr hohen Free Cashflow. Das bedeutet für uns, ist immer sehr wichtig, um zu sehen, ob das Unternehmen auch zukünftig diese Dividende zahlen kann aus diesem Free Cashflow. Und da sind wir sehr optimistisch, dass das weiter der Fall sein wird. Beim Ausblick sicherlich Microsoft einer der Gewinner in der Pandemie im letzten Jahr. Viele Produkte, wie zum Beispiel Microsoft Teams, was verstärkt genutzt wird. Wir sehen Microsoft gut aufgestellt im Bereich der Digitalisierung, dass sie auch zukünftig davon profitieren werden. Sind einer der größten Cloud-Anbieter hier im großen Wettbewerb mit der Amazon und durch ihre langfristigen Kundenverbindungen, die sie haben, glauben wir, dass sie hier auch sehr gut aufgestellt sind. Zudem erwarten wir weiterhin zweistelliges Wachstum in den nächsten Jahren. Bei der Wertentwicklung einfach mal der Chart seit 2009, die praktisch seit es den Fonds gibt und die graue Linie, die ich eingezeichnet habe, ist der Investitionszeitpunkt. Also im April 2017 haben wir die Aktie das erste Mal in den Fonds aufgenommen. Das war der erstmögliche Zeitpunkt aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, auf dem wir die Aktie aufnehmen durften. Vielen Dank. Ich will an der Stelle nochmal hinweisen, dass Ihre Mikrofone gerade etwas leiser sind. Keine Ahnung, vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen richten, dass wir Sie besser verstehen. Ich nutze aber gerade jetzt die kurze Pause, um noch mal eine Teilnehmerfrage einzustreuen, die meines Erachtens sehr berechtigt ist. Ist es denn nicht ein bisschen, fahrlässig in Anführungszeichen, quasi sich auf das Rating einer Rating-Agentur zu verlassen? Wir haben natürlich eine sehr lange Verbindung und sind sehr überzeugt von dem Nachhaltigkeitsrating von ISS ESG. Wir sind auch im ständigen Austausch. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr berechtigte Frage. Und wir arbeiten bei uns in der Abteilung, haben wir auch ein eigenes ESG-Rating entwickelt. Wir arbeiten zudem auch im Konzern noch mit einer zweiten Ratingagentur zusammen, mit Sustainalytics. Praktisch entwickeln aus den Daten von Sustainalytics, aus ISS ESG, aus öffentlichen Daten von anderen Ratinganbietern, haben wir ein eigenes Nachhaltigkeitsrating entwickelt. Hier gehen wir nicht so stark auf 100 bis 130 verschiedene Kriterien ein, sondern haben bestimmte KPIs uns gesetzt in den Bereichen ESG, die wir als sehr wichtig erachten. Und das ist nochmal für uns ein Gegencheck, ob die Kriterien von ISS ESG mit unserem eigenen Rating übereinstimmen. Das andere, was ich angesprochen habe, ist Sustainalytics. Sustainalytics gehört mittlerweile zu Morningstar. Bei Morningstar kennen Sie vielleicht die Nachhaltigkeitsgloben, die es ungefähr seit 5 Jahren gibt. Und unser Fonds ist da auch mit der Bestbewertung von 5 Nachhaltigkeitsgloben eingestuft. Wir sind da auch im besten Prozent sogar der Fonds. Also die 10 besten Prozent einer Peer Group bekommen immer 5 Globen und wir gehören sogar ins beste Prozent. Und auch da ist nochmal schön für uns zu sehen, dass ein unabhängiger Research-Anbieter Sustainalytics eine ganz andere Systematik haben als ISS ESG, dass wir auch die beste Nachhaltigkeitsbewertung erzielen. Also hier haben wir auch nochmal einen unabhängigen Quercheck. Ich denke, die Frage ist abschließend beantwortet. Jetzt haben wir ein positives Beispiel mit der Microsoft, aber der Großteil der Aktien ist ja wirklich nicht erfolgreich in ihrem Filter gewesen. Das heißt, die wird nicht investiert. Wir sehen auf der nächsten Slide bekannte Namen oder bekannte Logos, die wir alle kennen.
alle diese Aktien sind nicht eben auf eurem Portfolio, obwohl es sich um Unternehmen wie Amazon oder Apple handelt, die auch gerade in den letzten Jahren besonders an Wert hinzugewonnen haben. Was unterscheidet denn ein Technologieunternehmen wie Microsoft von einem Unternehmen wie beispielsweise Amazon? Sie sehen es zum einen, was das Rating angeht. Hier steht noch ein D-Plus-Rating bei der Amazon. Sie haben sich jetzt in den letzten Wochen verbessert auf ein C-Rating. Das ist also noch ein relativ schwaches Rating in ihrer Branche. Im Bereich Einzelhandel sind sie einsortiert. Die Anforderungen, die sie erfüllen mussten, ist ein C-Plus-Rating. Das heißt, sie sind da noch 2 Stufen von entfernt. Besser ist es sicherlich nochmal anhand der Ausschlüsse zu sehen, warum so ein Unternehmen nicht investierbar ist. Es gibt hier in verschiedenen Bereichen Ausschlüsse. Also es gibt hier im Bereich der Arbeitsrechtsverletzungen, was das Thema Vereinigungsfreiheit in Deutschland oder in den USA angeht, Verletzungen. Es geht gerade jetzt in der Pandemie, Arbeitsrechtsverletzungen während Covid-19 gibt es Ausschlüsse. Wir haben hier verschiedene Vergehen im Bereich der Korruption, Steuervergehen, hier also das Thema Steuervermeidung, warum das Unternehmen ausgeschlossen ist. Die Behandlung von Partnern, also auch da geht es um das Thema Arbeitsrechts- und Menschenrechtsverletzungen. Also sehen bei Amazon ist es auf jeden Fall, gibt es sehr, sehr viele Ausschlüsse und ist noch ein weiter Weg für dieses Unternehmen, glaube ich, was es vor sich hat, damit es für einen Nachhaltigkeitsfonds mit so strengen Kriterien wie Terrasse Aktien investierbar ist. Also wir lernen, Technologie ist nicht Technologie an der Stelle, sondern es kommt da wirklich auf die Feinheiten an. Aber auch andere Unternehmen, die den Prime-Status haben, also quasi einen grünen Haken haben, fallen dann quasi über den Filter der Franziskaner raus. Das heißt also auch hier eine SAP oder auch ein vermeintlich grünes Unternehmen wie Tesla haben dann keine Chance, in das Portfolio zu kommen. Genau, das ist richtig. Das sind da Unternehmen, ich sehe jetzt hier die Ratings, die stimmen nicht ganz. Also eine SAP oder eine Tesla, die haben ein besseres Rating. Deswegen auch die Haken stimmen bei dem Prime-Status. Sie haben gute Ratings in ihren Bereichen. Es gibt aber, die SAP ist ein Beispiel, die wir im Fonds hatten bis vor 2-3 Jahren. Dann gab es eben diese Korruptionsvorfälle in Südafrika und in Tansania. Erst nur in Südafrika Korruptionsfall und später sind es eben auch noch in Tansania aufgetreten, wo man einfach gemerkt hat, das war jetzt kein einzelner Vorfall, sondern es ist ein systematisches Problem in der afrikanischen Einheit gewesen. Und das hat dann zum sofortigen Ausschluss bei uns im Fonds geführt. Ich würde sagen, da haben wir schon sehr viel Praxis mitnehmen können, wie Sie da noch wirklich im laufenden Portfolio umgehen. Ich will noch mal eine Slide weitergeben. Das hatten Sie, Herr Riefe, schon ziemlich am Anfang und den Teilnehmern gesagt, dass es bei der Fondsstrategie letztendlich um eine Dividendenstrategie und um eine Wachstumsstrategie handelt. Also wir sehen quasi die Schnittmenge und diese Schnittmenge würde dann die Investmentstrategie des Fonds am besten beschreiben. Sie sagen aber auch, das lesen wir alle auf der Slide, dass es sich um eine langfristige Investmentphilosophie handelt. Wie lange halten Sie denn dann eine Aktie im Portfolio so im Durchschnitt? Also grundsätzlich sagen wir immer, wir halten ein Unternehmen solange es eben die Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, den Best-in-Class-Ansatz und die Ausschlusskriterien und solange unsere Kriterien aus der Wachstums- und Dividendenstrategie erfüllt sind. Am liebsten halten wir Unternehmen größer 5 Jahre. Wir haben auch ein Viertel der Unternehmen sind über 5 Jahre im Fonds vertreten. Das klingt vielleicht jetzt noch nicht so viel. Grund hierfür ist dann vor allen Dingen auch, dass wir eben sehen, dass viele Unternehmen erst in den letzten Jahren bessere Leistung gebracht haben, sodass sie erst innerhalb der letzten 5 Jahre in den Fonds aufgenommen worden sind, wo ich aber optimistisch bin, dass sie über 5 Jahre auch in dem Fonds drin bleiben werden. Wir sollten auf alle Fälle auch nochmal das Thema Risikomanagement ansprechen. Gerade bei Fonds mit dem Kurs Nachhaltigkeit erwarten Anleger zu Recht ein eher striktes Risikomanagement. Wie gehen Sie bezüglich der Risiken in dem Fonds konkret um? Wir haben zum einen natürlich das Thema Nachhaltigkeit und Risiko. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir dadurch schon gewisse Risiken begrenzen. Der Harald Brockmann hat das vorhin ja auch schon ganz gut mit Reputationsrisiken angesprochen. Und es gibt dazu auch Studien, dass Unternehmen, die ein schlechtes Nachhaltigkeitsrating haben, dass es da die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, dass es zu Vorfällen kommt, die massiv einen negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben, als bei Unternehmen mit gutem Rating. Wie gehen wir intern bei uns um? Unser Limit Controlling hat die Liste von ISS, ESG, das Universum bei uns im Limit-System hinterlegt. Das heißt, sobald ich ein Unternehmen investieren möchte, was nicht die Kriterien erfüllt, dann gehen bei uns die Alarmlampen los.
so, dann müsste ich das kommentieren. Also das kann ich nicht so einfach machen. Neben den Nachhaltigkeitslimiten werden natürlich alle gesetzlichen Limite bei uns überprüft. Das Ganze lassen wir auch nochmal von unabhängiger Seite überprüfen. Wir haben hier einen Transparenzbericht von Rödel und Partner, der zweimal im Jahr erstellt wird. Auch hier gucken die Wirtschaftsprüfer darauf, ob wir nicht nur die gesetzlichen Vorgaben einhalten, sondern auch die uns selbst gegebenen Nachhaltigkeitsvorgaben einhalten. Und aus Portfoliosicht sind wir überwiegend in Large Caps unterwegs. Wir haben einige Mid Caps beigemischt. Aber es sind alles Unternehmen, die sehr liquide sind, die wir innerhalb eines Tages auch verkaufen können. Wir erhalten von ISS ESG regelmäßige Updates. Das heißt, alle 3 Monate kriegen wir ein großes Update zu den Unternehmen. Monatlich kriegen wir ein kleines Update und wir kriegen aber auch tägliche Alerts. Das heißt also, wenn bei Unternehmen sich etwas verschlechtern sollte oder ein kontroverser Auftritt, bekomme ich einen täglichen Alert darüber und kann dementsprechend auch schnell reagieren. Mhm. Ich will noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ich bin gerade ein bisschen über eine Aussage von Ihnen gestolpert, als Sie gesagt haben, dass ein Unternehmen so lange im Portfolio bleibt, solange es grün ist. Sie gucken aber schon auf die Bewertung. Das heißt also, ein Unternehmen kann ja per se auch einfach zu teuer werden im Zeitverlauf. Da haben Sie aber auch wirklich die Möglichkeit, das Unternehmen aufgrund der Kennziffern dann aus dem Portfolio rauszukriegen, oder? Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Also solange die Kriterien aus Nachhaltigkeitssicht, aber auch die Kriterien unserer Dividenden- oder Wachstumsstrategie erfüllt sind. Wenn die eben nicht mehr erfüllt sind, die fundamentalen Kriterien, dann tauschen wir die Unternehmen auch aus. Das ist sicherlich auch der häufigere Austauschgrund aktuell als die Nachhaltigkeitskriterien. Gut. Vielen Dank nochmal an der Stelle für das Nachschärfen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns auf der nächsten Slide auch wirklich mal die Allokation des Fonds an. Und was mir gleich aufgefallen ist, ist, dass 2/3 des Portfolios derzeit in 3 Ländern investiert sind, nämlich die USA, Frankreich und Deutschland. Also für mich hat das jetzt so der Eindruck, als würde letztendlich der Nachhaltigkeitsfilter bedeuten, dass in erster Linie ein großes Lumpenrisiko dann im Portfolio zusammenkommt. Würden Sie sagen, das ist derzeit eine typische Allokation oder ist es hier eine besondere Situation? Wenn man das mit globalen Aktienfonds vergleicht, glaube ich nicht, dass es ein Klumpenrisiko darstellt. Wenn Sie den MSCI World nehmen, da haben Sie ein USA-Gewicht von um die 65%. Das heißt, wir sind in den USA sogar ziemlich stark untergewichtet. Europa ist ein hohes Gewicht bei uns, einige Länder wie Frankreich und Deutschland. Warum ist das so? Europa ist wesentlich weiter, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Also wenn Sie Europa nehmen, da sind aktuell 25% der Titel, die diese Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ja, wenn Sie die Emerging Markets nehmen, da haben Sie nur 5% der Titel. Also da können Sie kaum Unternehmen investieren, was die Kriterien erfüllt. Oder auch in den USA und Japan reden wir eher so über 10%, die Kriterien erfüllen. Also dementsprechend ist das europäische Gewicht hier auch etwas höher als das US-Gewicht, wenn man das mit anderen globalen Fonds vergleicht. Mhm. Da haben Sie jetzt gerade schon meine nächste Frage fast vorweggenommen. Wenn wir uns die Regionen anschauen, sehen wir wirklich kein einziges Schwellenland dabei. Das ist nicht der Fall, weil Sie die Länder ausgeschlossen haben, sondern weil Sie einfach keine geeigneten Unternehmen in den Ländern finden, oder? Genau, das ist richtig. Also wir sind aktuell nur in einem Unternehmen investiert, in der Taiwan Semiconductor. Ansonsten haben wir aktuell keins. Aufgrund der geringen Anzahl an Unternehmen, die da wirklich die Kriterien erfüllen, investiert. Mhm. Ein anderes Thema ist das Thema Fremdwährungen. Wir sehen auch, dass ein großer Teil des Portfolios in US-Dollar investiert ist. Wie gehen Sie denn mit den Währungsrisiken im Fonds um? Werden diese aktiv mit Derivaten abgesichert oder lassen Sie die offen? Nein, wir haben keinen Derivate-Einsatz in unserem Fonds. Wir sehen Währung nicht nur als Risiko, sondern als zusätzliche Diversifikation. Wir glauben auch, dass Währung, Absicherung Geld kosten und dass man Währungskurse nicht prognostizieren kann, zumindest nicht kurzfristig. Dementsprechend sind die Währungen bei uns immer offen und ein Derivate-Einsatz ist auch was aus ethischer Sicht von der Franziskaner uns nicht erlaubt ist. Okay, also an der Stelle merken wir schon den ethischen Einfluss auf die Fondsstrategie. Dann würde ich sagen, schauen wir auch wirklich nochmal abschließend, was denn der Fonds bisher an Performance geliefert hat. Wir sehen den Fonds seit 2009 im Vergleich mit der Peer Group Global Large Cap Blend.
Was kann denn der Anleger für eine Performance langfristig erwarten? Hat er vor seine Zielrendite in der Vergangenheit erreicht oder würden Sie sagen, es wäre sogar noch mehr zu machen? Also wir haben jetzt seit Auflage dann eine jährliche Performance von ungefähr 12% erreicht. Wir streben mit dem Fonds eine globale Aktienmarktrendite an. Globale langfristige Aktienmarktrendite liegt bei 6-8%. Also in dem Bereich ist auch das, was wir erwarten. Wir haben jetzt eben sehr viele gute Aktienjahre gesehen. Dementsprechend sind wir auch natürlich eine Ecke über dieser Zielvorgabe. Ich glaube aber, dass man sich auch in der Zukunft vielleicht auch mal wieder auf niedrigere Renditen einstellen muss, sodass wir also die 12% langfristig sicherlich nicht halten werden, sondern auch mal wieder langfristig oder mittelfristig in Bereichen von 5-6% eher unterwegs sein können. Das Thema grünes Investieren, so als Nachhaltigkeitsfonds, kommt ja eigentlich eher aus der Insti-Welt. Wenn Sie sich anschauen, wie die Anlegergruppen derzeit in ihrem Fonds investiert sind, haben wir momentan mehr Retail-Kunden oder haben wir momentan eher mehr Insti-Kunden in dem Fonds? Bei uns sind es mehr Retail-Kunden. Wir haben aktuell ungefähr, würde ich sagen, so 25% institutionelle Kunden, aber der Großteil, also 3/4 des Fonds, sind Retail-Kunden, die da investiert sind. Okay, das ist eine Sache, die ich nicht so erwartet hätte. Ich hätte jetzt wirklich genau andersrum die Zahlen erwartet, aber das ist ja schön, dass dann auch quasi wirklich Retail-Kunden das Fondskonzept so investieren. Das ist sicherlich auch was man häufig in der Presse liest, dass gerade das Thema Insti-Kunden, dass diejenigen sind, die führend sind in dem Bereich Nachhaltigkeitsinvestitionen. Das sehen wir nicht. Also wir sehen durchaus auch bei vielen institutionellen Kunden, dass die erst in den letzten, sag ich mal, 2 Jahren angefangen haben, sich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Und dass es doch schon viele Privatanleger gibt, die das eben schon seit 10 Jahren machen. Ja, ich habe noch eine abschließende Frage. Wir haben auch Herr Brockmann zu Gast. Herr Brockmann ist Mitarbeiter der Franziskaner. Ich will eine ganz aktuelle Frage an der Stelle nochmal zu den Hilfsprojekten der Franziskaner stellen. Covid ist natürlich auch eine riesige globale Herausforderung, gerade für die Entwicklungsländer. Können Sie uns vielleicht nochmal zum Abschluss einen aktuellen Einblick geben, wie die Franziskaner hier derzeit helfen? Ja, gerne. Schön, dass ich die Möglichkeit hier ja auch nochmal habe, dazu Stellung zu nehmen. Neben der absoluten Performance-Betrachtung, die natürlich bei einem Investmentfonds immer sehr wichtig ist, aber man darf ja nicht vergessen, dass wir durch die Hilfsprojekte, die ja zum Teil aus der Verwaltungsvergütung finanziert werden, fast alle Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ansprechen. Und ich denke, das ist bei einer Anlageentscheidung auch kein unwichtiger Punkt. Aber zurück auf die Projekte. Ich sagte eingangs, wir haben knapp 800 Hilfsprojekte im letzten Jahr fördern können. Davon waren rund 300 Hilfsprojekte mit einem direkten Covid-Bezug. Wir konnten rund 3 Millionen Euro zusätzlich freisetzen. Für reine Covid-Projekte sind damit das Hilfswerk, das sich hier am meisten für medizinische Hygieneversorgung engagiert hat. Hier primär natürlich in den Ländern Lateinamerikas und Afrikas. Lateinamerika, eine Besonderheit, die ja das franziskanische Krankenhausschiff, was uns auch sehr am Herzen liegt, welches auf dem Amazonas die indigene Bevölkerung versorgt. Wir konnten im letzten Jahr knapp 100.000 medizinische Versorgungen von diesen beiden Schiffen durchführen und Operationen. Also ein Herzensprojekt und ein langfristiges Projekt von uns. Ja, schön, dass wir so positiv ein Webinar enden können. Auch es sind besondere Zeiten, aber schön, dass die Franziskaner sich da engagieren. Ich würde sagen, dann beenden wir das Webinar für heute. Vielen Dank, Herr Riefe, und vielen Dank, Herr Brockmann, für Ihren interessanten Einblick in die Fondsstrategie. Ich glaube, man kann abschließend zusammenfassen, dass das Thema Nachhaltigkeit durch den ethischen Filter der Franziskaner noch einmal eine besondere Glaubwürdigkeit bekommt bei der Aktienauswahl. Von daher ist es sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, die der Fonds für Anleger hat. Wenn keine weiteren Fragen sind, bedanke ich mich bei den Sprechern recht herzlich und wir setzen auch die Portfolio-Manager-Webinare weiter fort. Und würde sagen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage Tschüss aus Frankfurt. Wiedersehen. Wiedersehen aus Köln.